Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, meine Quartiersbesucher haben mich heute in den Stadtteil Findorf geführt. Erste Station war ein Besuch des Findorfmarktes, das ja einer der schönsten, größten und vielfältigsten Märkte in Bremen. Begleitet hat mich dabei unter anderem Hans-Peter Schneider, der in Bremen für die Märkte zuständig ist. Ich habe mit vielen Leuten, mit vielen Standbetreibern auf dem Markt gesprochen, auch mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Und das Fazit ist, der Findorfmarkt ist großartig. Natürlich könnte er noch großartiger werden, wenn zum Beispiel die Parkprobleme gelöst werden. Aber auch da gibt es jetzt gute und vielfältige Ansätze, wie man das in den Griff kriegt. Ja, vom Findorfmarkt ging es dann weiter zu einem Gespräch mit Findorfer Geschäftsleuten, der Interessengemeinschaft der Findorfer Geschäftsleute. Das waren sehr aufschlussreiche und interessante Gespräche. Zum einen ist deutlich geworden, die lokale Wirtschaft, der Einzelhandel in Findorf ist stark und entwickelt sich gut. Es gibt natürlich auch da Probleme, vereinzelte Leerstände. Und was an mich herangetragen wurde, ist vor allen Dingen eins: Erwähnt doch bitte unseren Findorfer Einzelhandel, unsere lokale Wirtschaft stärker bei der stadtweiten Werbung. Macht deutlich, dass man auch in Findorf ganz toll einkaufen kann, dass man da auch tolle gastronomische und andere Angebote hat. Und klar, das wollen wir auch tun. Ich konnte mich da heute noch mal auf der Hemmstraße auch davon überzeugen. Da ist eine richtig starke lokale Einzelhandelskultur. Die dritte Station war dann ein Besuch der Martin-Luther-Gemeinde. Zunächst hatte ich die Möglichkeit, da beim offenen Kaffeetreff mit Bürgerinnen und Bürgern Gespräche zu führen. Das war sehr interessant, weil ich da noch mal einiges über den Stadtteil erfahren habe. Und dann habe ich auch die Kita der Martin-Luther-Gemeinde besucht. Eine integrative Kita, wo Kinder aller Herkunft und natürlich auch solche, die besonderen Förderbedarf haben, miteinander die Möglichkeit haben, eben Krippe und Kindergarten in altersgemischten Gruppen zu besuchen. Das war wunderbar und ich konnte mich davon überzeugen, was das für eine wunderbare Einrichtung ist. Und ganz zum Schluss gab es dann noch eine Reihe von Gesprächen im Rahmen einer Bürgersprechstunde. Das war dann im Einzelgespräch. Auch da sind mir noch verschiedene Punkte aufgegeben worden. Also alles in allem wieder ein sehr interessanter Besuch. Und ich bedanke mich bei allen Findorferinnen und Findorfern für die freundliche Aufnahme. Besten Dank.